Herzlich willkommen bei Aktielust TV hier auf dem Börsentag in Berlin und hier mit unserem Partner eToro, Dennis Austinat, Deutschlandchef von eToro. Und bei eToro hat sich zuletzt einiges getan. Dennis, berichte mal, was sind eigentlich die Neuerungen, die gerade den Kunden von eToro zugutekommen? Oh, das ist jetzt eine Frage, die muss ich unterteilen. Als erstes haben wir gestern Abend angefangen, die Preise für die Spreads für alle Kryptowährungen zu halbieren oder sogar noch mehr zu senken. Das heißt, es ist für den Benutzer natürlich sehr schön, dass er jetzt da weniger bezahlen muss. Weiterhin bieten wir jetzt Gold- und Platinum-Kunden auch Hebelprodukte für Kryptos an. Das heißt, die können da natürlich auch noch spekulativer etwas machen. Manche wollten das gerne. Dann sind wir natürlich immer noch mit unseren Aktienportfolios sehr weit im Rennen, dass wir keine Depotkosten und keine Ausführungsgebühren nehmen und ein Spread von 0,09% nehmen. Da werden wir bis Ende des Jahres wahrscheinlich den Spread sogar noch reduzieren, sodass der auf Börsenniveau liegt. Also viele verbinden ja nach wie vor eToro eher mit Kryptowährungen. Ja, viele sind zu eToro über Kryptowährungen gekommen. Dabei hat ja eToro gerade, was Aktien angeht, so viele tolle Möglichkeiten, die ja viele Anleger gar nicht kennen. Zum Beispiel, das ist immer ein Beispiel, was ich nenne, wenn ich auf eToro hinweise, eine Amazon-Aktie kostet mittlerweile $2,000, ja? Also umgerechnet 1.700 Euro. Ja, sich da jetzt einige Aktien zu kaufen, ist so gar nicht so einfach. Selbst eine ist oft schon für Kleinanleger zu viel. Aber bei eToro kann man ja einfach einen Bruchteil investieren und trotzdem Amazon kaufen. Ja, also bei uns ist das so, dadurch, dass wir die treuhänderisch in einem Depot halten, die im Hauptbuch dann geführt ist, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte für 500 Euro einen Anteil einer Aktie haben und bin dann Anteilshaber der Gesamtaktie. Aber es ist immer noch die wirkliche Aktie dahinter. Ja, und man kassiert sogar die Dividenden anteilsmäßig. Genau, wir geben auch die Dividenden weiter, ganz normal. Das ist natürlich einer der Vorteile, hast du recht. Also wie gesagt, das kann man nur immer wieder betonen. Also ich finde ja persönlich diese Kombination Social Media und Social Trading, finde ich wirklich gelungen, weil ich meine, die Welt dreht sich weiter. Wir haben früher die klassischen Online-Broker gehabt und jetzt diese Weiterführung, dass man eben mit Anlegern ja kommunizieren kann, dass man Trader folgen kann und dass man wirklich selbst steuert, wie viel man in einzelne Assets investiert, finde ich eine ganz tolle Sache. Also ich hatte gerade einen Kunden hier am Stand, der sagte, ja, ich bin an Alibaba interessiert und habe gesagt, ja, schauen wir mal drauf. Und da habe ich dann das erste Kommentar, da war also ein dreizeiliges Kommentar, hat jemand ganz, ganz schön ausführlich geschrieben, was so bei Alibaba los ist, aus China, in Chinesisch. Das heißt, wir haben bei uns in der Plattform auch eingeführt, dass man mit Knopfdruck das direkt übersetzt hat, auch auf die Heimatsprache, sodass ich sehe, was denkt denn der Chinese über Alibaba? Das könnte natürlich einsichtiger sein, als jetzt jemand, der in Amerika oder in Deutschland sitzt. Ja, genau, das ist auf jeden Fall ein Thema. Wie gesagt, man kann mit Anlegern in anderen Kulturkreisen kommunizieren mit der Übersetzungsfunktion. Ganz tolle Sache. Und wir haben ja auf Aktienlust TV übrigens diese chinesischen Aktien immer mal auch zum Thema gemacht. Und die sind allesamt eben auch handelbar, kaufbar bei eToro. Genau. Und wir haben momentan etwas über 1.000 verschiedene Aktien und sind da immer weiter am Ausweiten, was wir im Angebot aufnehmen. Also ein Thema bleibt noch, was ich jetzt immer mal ein bisschen an Kritik, und da muss man ja auch mal darüber reden, dass einige Leser oder auch Zuschauer gefragt haben, ja, ich kann aber auf eToro, wenn ich jetzt Euro-Überweisungen mache, das ist ganz schön teuer. Gibt es da Änderungen, ist da was geplant? Ja, also wir haben jetzt tatsächlich das durchgesetzt, dass wir die 250 Pips Umtauschgebühr auf 50 Pips reduzieren. Da muss man sich allerdings bei uns momentan noch per E-Mail das vorher bestätigen lassen. Das dauert ein bisschen, bis es im System umgesetzt ist, dass es natürlich für alle Ein- und Auszahlungen gilt. Aber jetzt können Kunden schon ihren Accountmanager anschreiben und sagen, pass auf, ich möchte gerne 5.000 Euro überweisen, bitte die Umtauschgebühr reduzieren auf 50 Pips. Das ist also dann auch günstiger als bei der Bank, glaube ich, heutzutage. Also es geht um 2,5% oder jetzt 0,5%. Aktuell ist es sicherlich noch günstiger, Dollar direkt zu überweisen. Ich denke, bei der Hausbank oder irgendwas, da kann man immer einen Weg finden, das relativ noch günstig zu machen. Aber hier ist einiges in Arbeit. Wobei ich habe bei vielen Banken geguckt, die nehmen alle so 0,7%. Es sei denn, man ist natürlich sehr reich und hat sehr tolle Bedingungen mit der Bank, dann geht das schon mal ein bisschen runter. Aber normalerweise sind die inzwischen teurer als wir.
Aber das sind nur diese Randerscheinungen. Wichtig ist eigentlich, dass Sie sich mal mit eToro beschäftigen. Das ist wirklich eine Empfehlung von mir, weil es modern ist, zeitgemäß ist. Sie haben alles auf Ihrem Handy, auf Ihrem Smartphone dabei. Ganz einfach zu handhaben, ganz einfach zu treten alles. Und einfach auch eine schöne Oberfläche, eine schöne Benutzeroberfläche. Da hat sich einiges getan. Ja, also ich möchte auch gerne sagen, wenn man sich den Kryptomarkt anschaut, viele der Plattformen bieten einfach noch nicht eine benutzerfreundliche Plattform an, um jetzt Kryptos zu handeln. Wenn ich mir anschaue, unsere Kunden kommen als Laien daher und die sagen, das ist ja sehr einfach, mit zwei Klicks kann ich direkt kaufen, verkaufen. Da ist es bei anderen Plattformen noch etwas für die Pros und die Geeks reserviert. In der Tat. Und wie gesagt, wir haben ja auch ein Thema oder eine Meinung zur Kryptowährung. Ich bin ja persönlich der Meinung, ich würde noch ein bisschen warten, noch mal 3-4 Monate. Ich glaube, was ich gerne noch mal sehen würde, ist ein bisschen eine Ausverkaufsstimmung im Kryptomarkt. Aber dann ist das definitiv ein Zukunftsthema, wie es einst das Internet war. Und deswegen auch hier als Vorbereitung auf diese Zeit würde ich mich schon mal mit eToro beschäftigen, weil wenn man Kryptos kaufen will, dann hat man hier bei eToro eben auch, man kauft ja die echten Coins. Ja, man kauft die echten Coins. Wir sind jetzt kurz davor, dass wir auch ein eigenes Wallet rausgeben, das sicherer ist als ein normales Wallet, weil im normalen Wallet habe ich ja den öffentlichen und den privaten Schlüssel. Bei uns ist es eine Doppelverschlüsselung, das heißt, es gibt zwei öffentliche und zwei private Schlüssel. Die einen verwalten wir im Hintergrund, das heißt, man müsste zwei Adressen hacken, um da ranzukommen. Das ist also nicht doppelt, sondern multiplizierbar höher schwierig, da irgendwie Geld rauszusaugen. Ja? Da sind wir jetzt in der Beta-Testphase, da haben wir jetzt ungefähr 3000 Beta-Tester. Die schreiben uns natürlich zurück, was ihnen gefällt, was sie gerne noch hätten. Und dann haben wir das ganze Spektrum abgedeckt als erste voll regulierte Firma. Also man kann ja nicht in einer anderen regulierten Firma echte Kryptos kaufen heutzutage. Ja, Sie sehen schon an den Begrifflichkeiten, es ist natürlich alles wirklich diese moderne Entwicklung, diese moderne Zeit. Aber da muss man ja auch dabei sein. Ja, von der Zukunft profitieren heißt auch in die Zukunft investieren. Und da gehören die Kryptos einfach künftig definitiv dazu. Also danke, Dennis, über die Neuigkeiten, was eToro liefert. Und es geht in die richtige Richtung. Es gibt immer noch Verbesserungen, da sind wir ja auch dran, immer mal unsere Ratschläge hier dazu zu geben, als Fachleute, was den deutschen Aktienmarkt angeht, als Fachleute auch dafür, was die Anleger wollen. Und ich denke, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Und demnächst natürlich hier wieder mehr von Aktienlust TV und von eToro. Vielen Dank, Jürgen. Wir sehen uns bestimmt später.